Ja, sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich könnte es entweder kurz fassen oder auch auf diesen Redebeitrag verzichten. Beteilige mich, Kollege Mistol, auf diesem Wege aber gerne daran, die Lücke zu füllen, sodass wir dann zu den Beratungen hoffentlich die Kolleginnen und Kollegen auch wieder an Bord im Plenarsaal haben. Ich äußere die vorsichtige Befürchtung mit einem Augenzwinkern, dass trotz der hohen persönlichen Wertschätzung, lieber Jürgen, vielleicht gar nicht so sehr die vier Parlamentskollegen vermisst werden, auf die wir jetzt gerade verzichten müssen, sondern die Damen und Herren der Presse, deren Anwesenheit man sich für die anschließende Aussprache wünschen würde. Aber auch das ist logischerweise ein nachvollziehbares Anliegen. Mir ist nur wichtig, ein paar Bemerkungen zu machen. Die erste Bemerkung: Es war nicht das Ansinnen der beiden Regierungsfraktionen bei der Terminierung dieser Pressekonferenz, sozusagen den parlamentarischen Betrieb zu lähmen. Ganz im Gegenteil, wir haben es bewusst in die heutige Mittagspause versucht zu legen. Jetzt sind wir, Herr Präsident, und das ist, glaube ich, kein Schaden, ein bisschen früher dran, als das zu erwarten war. Und aus diesem Grund gibt es jetzt eben diese Überschneidung. Das ist der erste Hinweis. Ich bitte da ein Stück weit auch um Verständnis im Namen der Regierungsfraktionen und derjenigen, die diese Pressekonferenz auf den Weg gebracht haben. Erlaube mir anzumerken, dass beispielsweise der Kollege Reis und ich, die federführend mitgearbeitet haben an dem, was jetzt unten präsentiert wird, von uns aus verzichtet haben auf eine Teilnahme an der Pressekonferenz, weil wir wussten, dass es knapp wird mit der Zeit der Mittagspause. Also wir haben wirklich versucht, da auch dem Parlament nicht im Wege zu stehen. Das ist die eine Bemerkung. Die zweite Bemerkung besteht darin, dass wir ja einstimmig beschlossen haben. Und da schaue ich auch zum Kollegen Horst Arnold. Wir haben ja letztes Mal in erster Lesung und schon miteinander diskutieren und austauschen können. Und am Ende waren wir einstimmig. Eigentlich war es die geübte Praxis, bei Einstimmigkeit sogar auf Aussprachen zu verzichten. Deshalb, weil wir, und das wäre meine letzte Bemerkung, derzeit 46 Hochzieher stehen haben, die wir alle zusammen noch vor der Sommerpause abarbeiten wollen. Auch das, glaube ich, haben berechtigtes Ansinnen. Und das ist auch der Grund, weshalb ich mich dem Kollegen Reis anschließe, mit der Bitte nach der Aussprache zum Geschäftsordnungsantrag dann auch in die Beratung einzutreten. Deshalb, weil es dem Grunde nach eben auch darum geht, uns jetzt nicht nach hinten raus, lieber Jürgen, da noch zu behindern, um auch bis zur Sommerpause unserem Ziel gerecht zu werden, alles, was noch parlamentarisch ansteht, das war ja mal das Ansinnen der Geschäftsführer überfraktionell gewesen, abzuarbeiten. Mit diesen zugegebenermaßen etwas gestreckten Bemerkungen meine ich, meinen Beitrag dazu geleistet zu haben, dass wir hoffentlich dann vollzählig in die Beratung einsteigen können. Herzlichen Dank für die Gelegenheit dazu. Das Wort hat der Kollege Horst Arnold für die SPD-Fraktion.